Alright. Sagt mal Hallo für YouTube. Es geht los, Chat. Granit Chester Opening in Woche Nummer 58. Ich weiß es nicht mehr. Hallo an alle da draußen. Da die Frage ganz oft jetzt kam und da wahrscheinlich auf YouTube auch die ganz oft die Frage kommen wird. Warum? Wo sind deine Haare? Meine Haare sind ab. Grund gibt es nicht. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, 30 Jahre zu duschen und 50 Jahre die Haare zu föhnen und dann nochmal 200 Jahre den Flur zu staubsaugen, weil da überall Haare liegen, als hätte ich 50 tote Katzen. Es gibt dafür keinen Grund. Einfach nur keinen Bock mehr. So, bin zum Friseur samstags, hab gesagt, bei so einem Afghanen, hab gesagt, Haare ab, also okay, er geht dann hin, macht dann alles, ich so, ja, so wie bei dir, dann macht er, ich so, spende das bitte an einen Perückenmacher, für einen guten Zweck, 16 Euro hat er dafür verlangt, Haare ab, fertig, so, also da gibt's keine große Geschichte, damit wir das hinter uns haben, ja, also wirklich ganz unkompliziert, einfach nur Haare ab, oben, unten, alles Haare ab. So, GCO, heute leider ohne Giveaway, weil Streamlabs war down. Dafür aber nächste Woche, versprochen, gibt es wieder ein Giveaway. Wir haben noch super viele Sachen von Holy, checkt sie aus. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben wieder ganz viele Kisten. 13 Kisten, die jetzt auf euch warten. Ihr seht auch schon, dass hier ein anderes Interface ist, als ihr normalerweise gewohnt seid. Denn ich bin ausnahmsweise mal auf dem Holy Paladin. Und Holy Paladin deswegen, weil ich Bock auf Holy Paladin habe. Wir gehen den Holy Paladin durch, wir lernen ihn. Das letzte Mal wurde er gespielt in Season 1 Shadowlands. Das ist also jetzt schon zweieinhalb Jahre her. Seitdem hat sich der Holy Paladin geändert und wieder zurückgeändert und wieder evolved. Also ist jetzt wieder was ganz anderes geworden. Ist noch ein bisschen undurchsichtig für mich. Im Raid wird er auch dementsprechend sehr CD-abhängig, right? Daybreak mit Divine Toll, alle 45 Sekunden into alle 90 Sekunden Tears Deliverance, das aber dann extenden mit Hand of Divinity, was so auch 1,5 Minuten CD ist, auch nochmal dann dementsprechend die Holy Lights auf die Leute anwenden, die Tears drauf haben, um das noch zu extenden. Also sehr, sehr wichtig, dass du halt wirklich um deine CDs herum spielst. Es ist nicht mehr der typische Glimmer-Holy-Shock verteilen und du bist der Platz 1 in Heilung. Das ist leider zu 8.2 das letzte Mal so gewesen, da wo der Paladin wirklich noch geil war. Aber ja, macht auf jeden Fall Spaß. Nutzt meine Wiegenaura, dann kommt ihr auch klar damit. Und damit geht's los. Wir haben eine Kiste auf dem DK. Der hat das erste Mal Mythic recleared. Das heißt, wir haben oben drei Mythic-Chests, wo überall Phyrak-Loot drin sein könnte. Weil alles andere braucht er nicht mehr. Wir haben einige HC-Keys. Ich weiß leider nicht mehr, bei welchen Chars ich HC gemacht habe. Obwohl, doch, weiß ich wohl. Der hat Raid gemacht. Oh, ich sehe es ja gerade sogar. Das ist nicht gut für euch, dass ich das sehe, weil ich werde dann Deals machen. Ihr wisst, wie das läuft beim Granit Chester Opening. Wir lassen das Rad laufen. Das ist nur ein Schauspielrad, Leute. Das ist nicht eins von drei. Wir suchen uns einen Spec. Da DPS beispielsweise. Wir haben gesagt, der DPS, mit dem wir das letzte Mal im Key war. Dann der Lieblings-DPS. Dann der meistgehasste DPS. Und letzte Woche war, glaube ich, die Frage, wenn ihr rerollen müsstet, was für einen DPS würdet ihr spielen? Und was machen wir jetzt? Eine Klasse, bei dem das Klassenset am geilsten aussieht. Okay, dafür müssten wir aber euch auch... Nein, habe ich nicht mehr, ne? Scheiße. Okay, ihr googelt das jetzt nebenbei. Ihr googelt, was die aktuellen Tiersets angeht. Ich glaube, wir sind bei Tier 31 oder 32. Und ihr guckt einfach mal. Und dann rollen wir und dann sucht ihr euch eine DPS-Klasse aus. Und dann sagt ihr von der DPS-Klasse am geilsten. Was ist eure Lieblings-Transmox für diese Season? Und wenn die Klasse schon weg ist, dann müsst ihr halt einfach einen neuen auswählen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir machen können. Ist eigentlich ganz cool. So, also, wir fangen jetzt an, die Rollen. Also, es gibt auch noch natürlich Deals für euch. Deals bedeutet, der Grund, warum anscheinend hier 90% der Leute einschalten, was eigentlich, also die meisten mögen es nicht, aber sehr viele mögen es auf jeden Fall. Und zwar geht es darum, mich abzufüllen mit Fruchtsaft, mit sehr viel Fruchtsaftgehalt. Und es gibt zwei Baustellen dafür. Einmal, ich öffne die Kisten und wenn da wirklich ein fettes Item drin ist, dann gönnt die Vault mir und ich gönne mir hier und ihr gönnt mir auch einen. So, weißt du, dann muss ich halt einen trinken. Die zweite Sache ist das Rad des Schicksals von gerade eben. Wenn dreimal hintereinander dieselbe Rolle kommt, dann muss ich auch einen trinken, ja. Und so fangen wir dann an. Also, starten wir das Grande Chester Opening. Viele Kisten, viel Spaß, Spiel und Freude für die ganze Familie. Schön die Kinder noch abfüllen, Jungs. Mit dem hochprozentigen Haselnusslikör. Auf geht's. Erste Roll des Abends. Ich bin gespannt, welches Set von den 13 Klassen gewinnt. Es geht los.
erstes Mal ist es der DPS, wie wir es gerade genannt haben. Wir haben alle Klassen zur Auswahl. Ihr dürft aussuchen, was ihr wollt. Auf geht's. Was ist eure Lieblings-Transmog? Ich guck's mir nochmal an. All-Tier-Sets, weil ich hab's ja selber nicht mehr im Kopf. All-Tier-Sets Amidra-Stil. So, das ist hier DK. Das war Demon Hunter. Das Druide. Ja, keep spamming. Ich guck gleich. Keep spamming. Einfach spammen, spammen. So, oh, das ist Druide ist okay. Evoker. Ja, Evoker ist hässlich, Bro. Hunter. Bah, was ist das mit Hunter? Was ist das denn? Junge, Hunter sieht scheiße aus. Ja, das sieht cool aus. Die Farbe, aber der Mensch sieht einfach scheiße aus. Das muss auf einen Troll oder so. Mage? Mage ist insane. Oh, das sieht insane aus. Boah, einfach Gandalf, der weiße Junge. Okay, wenn Mage nicht gewinnt, weiß. Was ist das? Monk. So, was ist das? Paladin? Sieht aus wie so ein fucking Turm-Schachfigur, Junge. Aber ist okay. So, wollte gerne T2 sein, aber hat es nicht ganz geschafft. So ein bisschen. Oh, die Farben sind insane, Bro. So, Priester. Oh, ich krieg einen Steif. Oh, Entschuldigung. Nee. Ja, nee, weiß ich nicht. Na, maybe das hier. Das sieht actually cool aus, ja. Ja. Schaman. Oh. Oh, der erste hat mir gefallen. Der hier gefällt mir. Oh. Not bad. Warlock. Okay. Ja. Oh. Da, welche Farbe ist dieses rote? PvP natürlich. Alter, die kriegen die geilen. Boah. Ja. Okay. Nee. Ja. Okay. So. Und Warrior. oh. Leuchtet. Ja, das waren sie. Wir gucken gleich nochmal. So, wer hat gewonnen ab jetzt? Ihr dürft nochmal spammen. Ich habe nämlich gar nicht geguckt. Ihr habt jetzt gerade mitgeguckt. Welches Set von den DPS-Specs in eurem Kopf hat gewonnen? Auf geht's jetzt in den Chat. Wer Priester sagt, Priester ist kein DPS. Priester ist Heiler, aber na gut. So, DK, Mage, Schamane, Mage. Ja, klar, hat Mage gewonnen, Jungs. Mage, natürlich. Mage ist insane. Mage sah dick aus. Guck mal, wie mein Mage aussieht. Ich brauch Tierset, Leute. Aber ganz schnell. Ich glaube, ich habe Tierset. Wait, ich habe. Habe ich sogar Fünfer? Kann ich alles anziehen? Boah, weh, ich habe den Hut nicht. Ich glaube, ich habe den. Doch, ich habe den Hut. Ich habe den Hut nur auf dem Warlock nicht, ne? Oh, oder doch mit Mage, weil ich den Hut mit Sockel habe. Ne, ich habe den Hut. Oh, wir machen Transmog. Oh, Junge, der Mage mit diesem Gandalf-Gear. Hallo? Muss ich das Set voll haben, damit das hier auftaucht? Fuck. Wie mache ich das jetzt? Rechts klicken? Oh, rechts. Ein Pink! Warum Schultern nicht? Ich habe die Schultern nicht. Nee, das ist nicht richtig. Der Hut, ja, aber der Rest ist nicht, nein. Nein. Du Stück Kacke. Wow, was sind das für Schultern? Underlight Conjurers Aurora, heißt das so? Oh. Aber die Hosen sind ass. Das ist Season 2? Das ist Season 2? Das sieht anders aus, ne? Wir machen einfach gar nicht. Wir bleiben Plate Mage. Wir machen die Fee. Arcanic. White. Oh, das ist doch ein geiler Speck. Okay, wir machen so. So, wir machen auf, Jungs. Ich bin Frostmage, ich brauche ganz viel Crit und noch viel mehr Mastery. Mittlerweile habe ich genug Crit, 40% ist mehr als genug. Wir brauchen irgendwas Fettes mit Mastery. Deal Nummer 1. Oh, der Ring ist gut. Den Ring nochmal in richtig fett, würde ich sagen. Oder Umhang. Umhang mit High Crit, High Mastery oder High Mastery, Lower Crit. Dann, ich hole nicht nur die Flasche, ich trinke sofort ein. Das ist der Deal, den ich euch gebe. Oder Ring, aber dann hole ich nur die Flasche. Also, so gesehen, 2 für den Umhang, 1 für den Ring. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Auf geht's.
Nein, warte, weil das zählt nicht. Der Umhang zählt nicht. Fuck, ich war mit dem Raiden. Scheiße, ich vergesse das immer. Oh, nein, die Brust hat auch Crit Mastery. Aber warte, ich habe nur... Nein. Okay, da ist nur Crit Versa, das ist Müll. Das ist Müll. Was ist mit dem Trinket? Nee, warte. Ich habe nur gesagt, Umhang oder Ring. Nee. Umhang oder Ring. Aber was machen wir, Chat? Nehmen wir das Trinket? Das ist, also das werde ich nie wieder sehen. Nehmen wir das Trinket? Oder nehmen wir die Brust, weil das ist ein 13-Item-Level, ey. Trinken ist Biss, Prost? Nee, was? Warum? Wenn Biss gleich trinken. Diese Regel haben wir schon seit 15 Jahren nicht mehr. Irgendein Volltrottel postet das jedes Mal. Digga! X-Wurst! Hör auf, so eine Wurst zu sein! Hör auf, diese Regelung, die gibt's nicht mehr! Warum hat das nicht schon 400 Views, Mann? Easy Trinket. Aber ich darf mich nicht verleiten lassen. Ich will nicht trinken, ehrlich. Das war nicht der Deal. Der Deal war ganz klar: Umhang oder Ring. Und Bello, Lalole, Lülülülü war nicht bis. Okay, ich komme euch entgegen, aber nur, wenn ihr mir auch entgegenkommt. Und zwar innerhalb von diesem GCO. Ich komme euch entgegen, indem ich ein. Und ein bedeutet in dem Fall, ich hole die Flasche. Nur Flasche holen und dann beruhigt ihr euch alle. Aber dann habe ich auch einen gut bei euch. Wenn ich dann völlig betrunken in der Ecke frage, so kann ich einen skippen, dann habt ihr Erbarmen mit mir, okay? Machen wir. Weil wir eine Hand wäscht den Fuß, ne? So. Rein damit. Ja, schön upgraden. Doppel on you, sagt aber, ne? Egal, rein damit. So. Nächster, auf geht's. Das war Kiste Nummer 1, jetzt kommt Kiste Nummer 2. Wir spinnen the wheel. Ich hol gleich, chill. Nicht nochmal DPS, weil da hätten wir schon zwei. Nein. Oh, okay, Tank. Welcher von den Tanks hatte richtig krasses Transmog? Auf geht's. Tiersets der Tanks. Ihr wisst noch, DK war geil, Vori war geil, Paladin war der mit dem Turm, Demon Hunter war weird. Wer macht Demon Hunter? Demon Hunter ist ass. DK? Echt DK? Oh, alle wollen DK. Warte mal, wie sah denn DK aus? DK war ganz oben, ne? Hallo, wo war DK? Oder? Ach, ganz oben. Ganz oben. Das ist DK, so. Oh, ja. Oh, sieht aus, wie heißt denn dieser Dude? Da gibt's doch so einen Horrorfilm, wo der so Stacheln auf dem Kopf hat. Weiß ich nicht mehr. Kennt ihr den? So ein ganz alter. Der ist schon fast schwarz-weiß. Ja gut, machen wir DK. Auf geht's auf den DK. Okay. Oh, DK hat aber, guck dir die Maschine an. Der ist über die halben Bildschirm. Der passt nicht mal in den Charakterscreen. Wer spielt nicht freiwillig solche Chars? Das massiv, Junge. Geboxt. Der Dude hat eine M-Plus-Kiste und da kann eigentlich nichts mehr drin sein. Außer das Cheat-Death-Trinket auf Mythic-Token. Und natürlich jetzt Mythic, diese Trinkets, ne? Die beiden hier auf Mythic. Für, was ist das? 90 sogar? Ne, 93? Weiß gar nicht. Ja, die beiden können nochmal richtig... Wieso habe ich das nicht upgradet? What the fuck? Ja, okay. Wenn eines dieser beiden Phyrak-Trinkets drin ist, oder wenn das Trinket drin ist, ich stelle extra auf Tank, dann ist das nicht mehr drin, aber dafür können die beiden drin sein. Dann wird einer getrunken. Zwei. Dann werden zwei. Nein, einer. Boah, die Chance ist da. Einer reicht. Einer. Oh, Schuhe, stimmt. Würde ich aber nicht nehmen, weil die Schuhe werden so droppen, glaube ich. Oder? Ich meine, ich kann eh keine Sockel mehr anziehen, ne? Ja, Schuhe machen wir auch. Okay, wenn Schuhe droppen, ein. Und wenn Trinket drin ist, zwei. Ja, ist okay. Wenn Schuhe drin sind, ein. Wenn ich die Schuhe rausnehme. Also nicht, dass sie jetzt dann kommt, Schuhe und Trinket ist drin, sind insgesamt drei. Nee, ich kenne euch, dann macht ihr so eine Scheiße, ey. Nee, machen wir nicht. Also, der Höhere gewinnt. Okay, los geht's. Oh mein Gott. Aber es ist ein Schuh. Oh nein. War da Avoidance drauf? Na gut, okay.
Fuck! Warum sind Schuhe drin? Scheiße. Warum habe ich ja gesagt? Ja, okay. Also jetzt, ich muss nicht nur holen, sondern auch einen trinken. Machen wir. Also machen wir sofort. Ich lass mich die eben nur ganz kurz anziehen, weil ich werde das vergessen. Genauso wie ich das hier vergessen werde, ne? Ich muss ganz kurz, ich schwöre dir, die sitzen dann 10 Wochen und ich vergesse das. Breeze. Was für 30 Breeze? So, das upgraden. Direkt mal zum Musterverlaufen laufen hier. So, Mustafa, kommen Sie ran. Schuhe, boom, boom, bam. Und das trinken auch noch, boom, bam, bam. Und was ist das hier? Komm, die trinken es auch noch rein. Ich habe ja ohne Ende Flight Stones. So, und das trinken auch noch, will er auch noch haben, komm. So, den Ring, klar, why not. Die Hose, klar, why not. Leider uns brauche ich nicht mehr. Alle meine Chars sind schon 3,80. Weird Flex. So, 4,88,25 hat er hier. Breeze nochmal drauf verzaubern und dann sind wir fertig. Okay, also ich schulde euch einmal holen und einmal trinken. Ich muss jetzt einen trinken auf jeden Fall. Das, ich merke es mir. Aber wir würfeln weiter in der Hoffnung, dass es nicht nochmal Tank ist. Wenn es nochmal Tank ist, ihr wisst Bescheid, ihr müsst den zweiten Tank eurer Rolle aussuchen. Es geht los, direkt weiter. Nicht denken. Oh, DPS, sehr gut. Okay, ab geht's. DPS, ihr spammt in den Chat und ich hol so lange. Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Oh, yeah. Warlock gewinnt, ne? Warlock, okay, einige finden Warlock geil. Na gut, loggen wir auf Warlock. Wieso ist die Flasche schon halb leer? Normalerweise muss sie ein Jahr halten. Viel mehr Alkohol trinke ich nicht. Eine Flasche pro Jahr, das reicht mir. Ich bin nicht so der Alkoholfan. Aber die GCOs haben ein bisschen reingeballert. Das ist jetzt von einem Monat, Bros. Das ist eigentlich, also es ist nicht zu viel, aber für mich ist das viel. Ich vertrage keinen Alkohol. Wo ist das Glas schief? Ich glaube, das Glas ist schief. Einen. Ein Jahr, ein Monat ist auch fast das gleiche, weil du so viel Loot, weil du zu wenig trinkst. Ich will deswegen auch kein... Oh, ich riech das jetzt schon. Oh, nee. Jungs, wenn ich das jetzt schon rieche, ist mein Körper ganz sensibel. Müsste ganz... Bro, nee, ich kann heute gar nicht. Ich merke das normal, aber maybe, vielleicht, mal gucken. Prost. Oh! Dankeschön für Sepp, für den 20. Na du geiler Kleiner, als drei saufen morgens, mittags, abends, Doc muss saufen. Ist klar, Digga. Ist klar, Jungs. Auf euch. Auf WoW. Wir sind die Tryhard, Diehard Blizzard-Fans, über die alle gelästern wird. Wir zocken das Game noch und wir freuen uns darauf, einen Ast ab, ja? Schlürf, schlürf. Prost. Oder vielleicht doch. Oh nein, es schmeckt gut. Okay, Warlock, Jungs. Warlock. Was brauchst du, Warlock? Bitte enttäusch mich nicht, Warlock. Loote irgendeinen Scheiß. Du hast schon gutes... Ne, du hast gar kein gutes Gear. Du hast 4,78. Bro, was für... Ich ringe. Ich brauch den Wakequest Männer... Ring von Denatrius. Nein, von Romulus. Wie heißt der? Ihr wisst, den Wakequest Männer Ring. Ne? Wenn der drin ist, eintrinken. Wenn ein High Versa Crit Umhang drin ist, eintrinken. Wenn ein anderer Crit Versa Ring ist, eintrinken. Wenn ein High-High-High-Versa Low-Haste, wer zum Beispiel ein Teil drin ist, eintrinken. Das war's. Mehr Deals mache ich nicht. Das waren die Deals, Jungs. Wir machen auf. Auf geht's.
Handschuhe brauchen wir nicht. Versa Master. Ist da Crit Versa drauf? Nee, Crit Haste. Brauchen wir nicht. Werden wir nicht ansehen, right? Der Kopf bleibt immer. Ja, ja, ist Müll. Das Pisse, Jungs. Wisst ihr, ne? Wir machen das so. Für die ganzen Leute, die. Wisst ihr noch, aus BFA. Aus BFA war noch immer, dass ihr ganz normal Pisse schreibt in den Chat, wenn Pisse drin ist. Das war Pisse, wir machen weiter. Nächster, auf geht's. Ein aus Frust, nee, sowas machen wir nicht. Tank, okay, jetzt geht wieder los. Tanks, welcher Tanks hat in euren Augen, was ist das für ein Kack, Dingsmix? Wir machen einen anderen Mix an, wir machen den Mix an. Nee. Oh, das sind die DMCA-Mixes. Haben wir nicht irgendwas anderes, was nicht uns DMCA't? Oh, ich hab, glaube ich, was. Oh, haltet euch fest. Club Musics, 31 Minuten. Das müsste ballern. Ja, das ballert. DK hatten wir schon. Ab geht's. Monk und Worry und DH. Worry gewinnt aber, ne? Worry. Okay, Worry gewinnt. Wo ist Warrior? Ah ja, das war hier Juggernaut, ne? Okay, wir machen Warrior. Warrior hat... Nächste Woche hat Warrior auch eine Mythic-Kiste, ne? Der hat 6 Bosse gemacht, glaube ich. Ja, 6 Bosse. Hat einen Key und er braucht eigentlich nichts mehr. Naimu wäre der erste Boss, wo ich gesagt hätte, und Naimu und Laro da. Da hast du ein bisschen Tank-Damage drin, aber wenn du CDs ziehst, kommst du gut klar. Was bräuchtest du denn? Du hast auf jeden Fall das Trinket dir bekommen. Was okayisch ist, kann man nutzen. Dafür kann aber das alte weg, das hier ist HC-Trinket gewesen. So, dann... Oh, stimmt, wir haben noch die Hose. True, ich habe die Hose gar nicht angezogen. Moment, wir ziehen die Hose eben an. Bam, Junge. Bam in dein Gesicht. Und dann machen wir da noch schön Fierce Armor Set drauf. Hier, bam, zack. So, dann, was auch immer, ich werde die Legendary nicht herstellen. Auf dem Char. So, und dann Armschienen auch nochmal. Und zwar die hier, ne? Mit Crit Mastery, ja. So, Armschienen brauchen wir auch nicht mehr. Das war's, ne? Wir hatten nur 2 Items bekommen. Und halt die Waffe, wenn mal irgendwas offensiv gespielt werden müsste. 3 Items mit dem Trinket, ja. Okay. Ja, was brauchen wir dann, Chat? Was machen wir? Wir machen, eigentlich machen wir nur... Eine Waffe, aber die Waffe ist eigentlich auch gut. Ich glaube auch über eine 483, ja, vielleicht nicht ganz 83er Waffe. Okay, wir machen den Deal. 83er Waffe, ich muss einen trinken oder Schultern. Ja, das sind die beiden. Das ist mehr Deals mache ich nicht. Das sind die beiden, nichts anderes mehr. Auf geht's! Wir gehen rein! Hatte ich Cloak gesagt? Nee, hatte ich nicht gesagt. Oh, sehr gut. Ist da Haste Versa drauf? Versa Mastery. Nö. Was stellt man denn auf den Armschienen her mittlerweile mit Warrior? Macht man da auch diesen Versa, die Versa-Armschienen? Warrior ist Tier F? What? Was? Einige machen das, ja. Ohne den M-Blues. Digga, Warrior tankt giga fein. Ja, in den M-Plus wird der angezogen. Oh, ich habe aber schon gute Armschiene, ey. Ja, nehmen wir mit. Scheiß auf die 2 Dinger. Nehmen wir einfach mit, dann haben wir's. So. Katalyx ist aber Haste Versa. Oh. I like. Haben wir 60? Oh, dann müssen wir die Armschienen herstellen und den Umhang anziehen. Das machen wir.
Das machen wir. Dankeschön für den Sub, Mr. Don Fluenza in deiner ersten. Danke dir. Avoidance. Was war da nochmal für Avoidance für Umhang? Cloak. Da schon wieder der Bug mit der 1. Ja. Nehmen wir. Komm, dann können wir noch den Gürtel verzaubern direkt, ne? Komm. Wenn wir schon dabei sind. Nein, nicht Setting. Clasp. Einfach nach teuersten sortieren. Da ist er doch. Ich könnte theoretisch, ne? Einmal könnte ich upgraden, nur einmal. Ja, dann warten wir noch. Weil ich muss jetzt die A-Maschine herstellen. Boah, es tut weh, ey. Machen wir aber gleich, machen wir nicht jetzt im GCO. So, komm mal her. Wir können ja schon mal den Auftrag geben, dass wir das craften lassen. Dream irgendwas. Ja. Boah, das wird wieder teuer, Jungs. Das wird wieder teuer. Das kostet uns wieder Arsch. Oh, 2,8. Das ist günstig. So, wie viele hast du gehabt? Hast du gesagt? 38. Ein Mann noch, dann hat er Kopfverzauberung. So, Public Order, ein Gold. Jalla. Nächster! Fertig! Und Transmorgen, oh yo. Oh yo. So, zufrieden? Haben wir alles? Chat, seid ihr zufrieden? Ich glaub schon, ne? Jo, so können wir laufen. Ach, Schuh hat er auch noch, ne? Oh Gott, ey. Müssen wir gucken. Dann müssen wir maybe Waffe... Ja. Gucken wir nachher. So. What the fuck, Krieger Tank FD? Ja, da steht irgendein Bullshit drin. Das wird ja jede Woche resettet wegen den, Affixen. Und es läuft... Es spielen halt weniger Tanks. Nee. Aber Wall Tank ist giga fein. Ich war ja vorhin ein 21er Wayquest Manner und mein HP-Balken hat sich literally den ganzen Key über nicht bewegt. Ich bin immer auf 100% gewesen. Also vor allem Tanks und akrotechnisch bist du auch fein. Damage ist halt ein bisschen ass, ne? Damage ist halt wirklich ass. So, nächster Char. Seid ihr ready? Können wir weiter? Auf geht's. Let's go! Es darf nur nicht Tank kommen jetzt, ne? Fuck! Das war aber 2, ne? Das ist nur 2 von 3. Das ist nutzt. Ja, es ist 2. Okay. Scheiße. Gut, ab geht's. Welcher Tank ist denn noch übrig? Monk ist noch übrig. Die DK, Druide. So, wir gucken uns den Druiden an. Druide sieht so aus. Okay, keine Ahnung. Wer das votet, der votet auch, weiß ich nicht. Der ist Veganer. I don't know. So, dann, Demon Hunter. Wo kam der Spruch denn her? Ist auf einmal. Demon Hunter ist halt der Helm ein bisschen zu krass. Der Helm ist ein ganz eigenes Transmog. Der Kopf brennt, Junge. Da brennt auch was ganz anderes zu Hause. Die Klospülung brennt, würde ich sagen. Und Monk noch, ne? Da ist auch einfach ein Stück Toilettenpapier. Was ist das? Der hat Durchfall gehabt. Ja, ihr dürft aussuchen, wer von den drei das geringste Übel ist. Auf geht's. DH, Monk, Dudu. Okay, ihr wisst, ihr könnt euch auch nicht entscheiden, ne? Also es ist einfach alles. Dudu, DH. Monk, echt? Ihr wollt den Durchschnitt haben? Das Einzige, was ich cool finde, es sieht so ein bisschen, also wenn man sich den, dieses Sub-Zero auf Wish bestellt wegnimmt, die Kraniche sind cool und hier unten sieht so ein bisschen aus wie Sangoku, ne?
So einen schönen Gürtel. Die Schuhe erinnern es auch ein bisschen an Goku. Also okay, Monk. Machen wir Monk. Ist okay. Der Monk hat nicht geradet, hat einen Dungeon einfach nur gemacht. Spielt aktuell alle drei Specs. BM, MM und Windwalker. Am meisten Spaß macht mir, glaube ich, der Windwalker momentan. Alle drei sind gut. Also der Monk an sich ist einfach eine coole Klasse, die sich seit längerer Zeit im Wesentlichen zumindest nicht verändert hat. Ja, ich bin gerade zum Beispiel in dem Orphil, das ist aber das Tank-Gear. Mir ist es egal, wir machen einfach auf. Nee, das bereue ich immer. Bei dem ist immer noch Hals, Junge. Hals! Okay, Hals, ich muss eintrinken. Mehr machen wir nicht. Hals, weil ich will heute nicht so viel, Jungs. Hals, eintrinken, ansonsten muss ich mich schminken. So, wir lassen hier auf. Ich weiß gar nicht, was ich offensive Trinkets ich haben will. Ich habe die beiden Trinkets, die sind völlig fein. Das sind beides Omega-Big-Trinkets. Für Windwalker, maybe, ist das aber auch fein. Ich weiß gar nicht, was für Trinket ich haben will. Death-Trinket, I guess. Mit Shadow Brewmaster, wenn das Death-Trinket drin ist, aus irgendeinem random Zufall, dann trinke ich zwei. Okay, Deal? Deal, auf geht's. Hals, Hals, Holz, 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 Holz. Das ist ein Belt. Und Belt habe ich hier Decay-Infusion-Scheiße schon. Crit Versa oder was? Nee, Haste Versa. Ich brauche actually Haste für meinen. Da habe ich. Ist das nicht Belt of the Eternal Struggle? Ist das der? Nee. Ja, nehmen wir einfach mit. Komm. Nehmen wir einfach mit, nur um ihn zu haben, damit wir einfach mal upgraden können, falls irgendwann ist. Nehmen wir mit. Ist aber Pisse. Jungs, ihr wisst, was es ist. Immer Pisse. Ab in den Chat. Große Pisse. Kacke. Pisse, Kacke. Einfach Fäkalsprache. Du, auf geht's. Nächster Char. Ihr wisst Bescheid. Es darf nicht nochmal Tank kommen, ne? Das war 2 von 3. Oh, boah, ich bin so erleichtert. Heal! Okay, wir haben hier noch Priester. Oh, Priester gewinnt, ne? Also wenn Priester jetzt nicht gewinnt, ne? Ich nehme das euch jetzt vorweg, ne? Aber wenn Priester jetzt nicht gewinnt. Also, Leute. Leute. I mean, look at this. Auch das sieht insane aus. Ich mag, dass es nicht so krass leuchtet. Also, Hunter? Was für Hunter? Was? Pala? Keiner sagt Priester? Findet ihr das nicht geil oder wollt ihr gerade trollen? Pala? Jetzt unironisch? Okay, machen wir Pala. Okay, die Leute haben für Pala. Die finden das Paladin-Schachfiguren-Set besser. Aber der sieht auch schon geil aus, ne? Auch wenn das Schwert hätte ein bisschen kürzer sein können. Du willst durch eine Tür gehen, schneidest du alles auf. Das ist ein bisschen unpraktisch, würde ich sagen. Wird kein echter, wird kein echter Rollenspieler. Apropos Rollenspieler. Habt ihr mitbekommen, in Japan, der neue Anime, was heißt neu? Der Anime Frieren. Ich kenne das nicht. Soll wohl so ein Sword Art Online mäßig, also nicht dasselbe, sondern also ein bisschen RPG mäßig sein. Aber richtig gut. Und die Leute dort haben alle deutsche Namen. Der Anime selber heißt Frieren und da gibt es Leute, die heißen da Lügner, Himmel, keine Ahnung, Peniswarze, ich weiß es nicht. Irgendwelche deutschen Namen auf jeden Fall. Was lustig ist, weil ich könnte den Anime nicht gucken, mich jedes Mal kaputt zu lachen. So, ah, der heißt Lügner. Die japanischen Leute wissen natürlich nicht, was das heißt, aber wir wissen, was das heißt. Da gibt es ja genauso, Pluto auf Netflix hat er ähnlich, ne? Der hieß einer Gesicht, der andere hieß Atom, der andere hieß, weiß ich nicht, Windscheibenfurz. Was hatten wir abgestimmt? Paladin, ne? Ja, okay, machen wir Paladin. Dark Schneider. Warte, Dark Schneider ist doch von Bastard gewesen, oder nicht? Ist echt gut. Ja, irgendwann, wenn ich Zeit habe. Erstmal muss ich One Piece gucken und Naruto zu Ende gucken. Und dann bin ich schon 80. Erste Folge angeschaut und bin eingeschlafen. Ja, dann bist du Schlafmangel. Okay, oh, stimmt. Ah, Moment. Paladin ist wichtig, actually. Oh. Paladin hat auch HC geradet. Und Mythic geradet. Oh, die Kiste wird big. Wir dürfen nur keine Armschienen und keinen Hals bekommen, weil das sind beides Embellishment-Slots. Wir brauchen Umhang mit Big Crit Mastery. Oder eine Waffe. Waffe wäre auch insane. Ring haben wir jetzt gerade bekommen, ne? Kann ich upgraden einfach? Ring haben wir jetzt gerade bekommen. Wäre natürlich assi, wenn wir den Ring nochmal bekommen.
Okay, wir machen einfach nur Deal. Wenn das Omega Gigabiss ist, dann trinke ich einen. Aber ne, sonst nicht. Aber die Chancen sind hoch, weil da ist wirklich viel drin. Ich warte gar nicht darauf, ob ihr den Deal eingeht oder nicht, weil einen anderen Deal schlage ich euch gar nicht vor. Wir gehen jetzt rein. Müll, Digga. Was ist in dem, was ist für Dings drin hier? Haste Mastery. Okay, die Schuhe könnten interessant sein. Wenn da Crit Mastery oder Crit Haste drauf ist, könnten die Schuhe interessant sein. Brust brauche ich nicht, habe ich schon. Und der Hals ist okay. Der Hals ist gut für Dings, ey. Ich denke. Aber der Hals ist besser. Ja, dann geht's nur noch um die Schuhe. Oh, natürlich. Oh, komm. Nein! Was hatte ich gesagt? Was war der Deal, Chat? Was war der Deal? Der Deal war, wenn das Omega Biss ist, ne? Ist das denn Omega Biss? Ist das? Das ist ja. Ist halt Haste zwar, aber ist halt High Crit, ne? Wie viele Leute haben das an? Ist das heute, ja? Heute ist das Omega Biss. Hab ich auch noch nicht gehört. Das ist auch gut. Feed. Ja, fuck, Digga. Ne, das sind die gar nicht. Lava First, Shoreletz. Oder sind das die? Doch, also. Fuck. Das haben legit alle an, ne? Och, komm. Hey, what, du. Ach, komm. Fuck. Ja. Lutschen, Leute. Lutschen. An der Flasche nuckeln. Ja, ist geil. Ich freue mich. Also, das ist big, actually. Ist richtig big, also ich freue mich wirklich. Sogar mit Avoidance drauf. Also zwei, nee. Nein. Wo kommt das auf einmal her? Auf einmal zwei. Nee, einer ist gut jetzt hier. Einer ist, scheiße. Fuck. Ja, Prost, Jungs. Ah, oh, das ist zu viel. Oh nein. Aha! Oh, lecker. Oh, lecker. So, was war das jetzt? Heiler, ne? Nee, was war das jetzt? Tank? Tank war das. Nee, die, was war. Tank, wie steht's gerade? War das Heiler? Das war Heiler. Wir hatten gesagt Priest. Ja, also haben wir eins von drei Heiler. Weiter geht's. Nein. Bleib stehen. Okay. Wir haben nicht mehr viele Tanks. Wir haben den Monk, dieser komische Pyjama-Verschnitt. Wir haben den. Warte mal, warum ist DK nicht geöffnet? Ach doch, haben wir geöffnet. Okay. Wir haben. Und DH und Druide. Auf geht's. Ihr seid dran. Das sind die üblichen Verdächtigen. Nee, Monk ist ja schon. Nur noch Demon Hunter und Druide. Der eine D oder der andere D? Auf geht's. Ihr seid dran. Ringverzauberung? Ja, ich muss auch alles machen, aber es kommt gleich noch. Ich werde ja mit dem die Woche noch ein bisschen mehr spielen. Das machen wir alles in Ruhe. Verzaubern, sockeln, simmen, auspacken, einpacken, alles. Ich habe richtig Bock auf den. Also Paladin Heal macht schon Spaß, glaube ich. Mal gucken. Ist halt was Neues und etwas, was man, ne, wenn man so eine Klasse spielt und man macht Lunarlocks, dann gibt es halt super viel Improvement nach oben. Und das feiere ich immer mega. Da geht's immer nach oben. Und gewonnen hat Druide. Alright. Druide hat nichts gemacht außer ein Key. Und spielt normalerweise am liebsten mal Tank, aber diese Season wirklich am unliebsten Tank. Und Heilen hat mehr Spaß gemacht. Katze macht auch giga Spaß. Eule habe ich noch nicht gezockt. Eule stelle ich mir auch langweilig vor. Ich bleibe auf Heiler. Also wenn dann wirklich ernsthaft den Druiden, dann als Heiler. Aber er wird wahrscheinlich tanken. Weil er auch im Raid tanken wird mal.
Halt, zumindest die ersten paar Bosse. Irgendwann später natürlich auch alle. Also alle meine Tanks werden wahrscheinlich dann irgendwann C haben. Das war schon immer so. Aber das ist noch weit weg. Das ist noch. Da müssen noch ein paar Nerfs kommen und dann kommt das irgendwann mal. So, wir lassen aber trotzdem auf Heal für eventuelle Heal-Trinkets. Auf geht's. Es geht los, Leute. Achso, warte mal. Bevor wir abstimmen. Trinkets sind schon ziemlich gut mit den beiden hier. Wir bleiben dabei. Wenn das Omega-Omega-Ultra-Biss ist, dann wird einer getrunken. Aber nur, wenn das wirklich so unabdingbar und nicht nur heute, sondern... Gut, nicht labern, aufmachen. In bevor Pisse. Das ist nicht der Setkopf. Nee, das ist nicht der Setkopf. Okay, Crit Haste. Soul Staff Hood. Mit High Haste. High Haste Crit ist nicht mal Katze, ne? Wer zieht das denn an? Zieht das Ding Offset jemand an? Ich glaube nicht. Katze. Dann haben wir Range, haben wir noch Eule. Eule geht auf Mastery, ne? Bär geht auf Haste Burser. Und Heiler geht auf Giga Haste und dann Mastery. Haben wir gesagt Kopf, ne? Head. 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 Ne, nicht. So. Da ist der Kopf. Da unten ist er, da. Hab keine Ahnung. Hat alle haben den Setkopf an. Crit Haste, ja. So, hier auch. Hat gar keine Ahnung. Hier auch Setkopf. Alle. Und hier auch Setkopf. Hier haben den 1%. Ja. Ist Müll, Leute. Ist Müll. Wir nehmen es trotzdem, weil natürlich daraus können wir dann das Dings machen, ne? Katalyst. Ja, mache ich jetzt, aber, nee, Catalyst, das, warte mal, Catalyst zählt aber nicht. Catalyst ist nicht, warte, ich muss mal ganz kurz in den Vertrag gucken. Catalyst Items zählt, da wurde, dann kann ja jeder Slot zählen, das machen wir nicht. Nee, Catalyst Item gehört doch immer, also, Bro, dann. Okay, pass auf. Pass auf, wir machen etwas, weil ihr werdet nein, nein, ja sagen. Ich werde ja, ja, nein sagen. Wir machen folgende Regel. Ich trinke jetzt einen halben, einfach um euch... Ne? Ist okay, dann kriegt ihr den halben jetzt. Aber in Zukunft machen wir... Boah, ich fange jetzt schon an zu lallen, ne? In Zukunft machen wir die Klausel, dass katalysierbare Items nicht zählen. Weil sonst hau ich mir ins eigene Fruchtfleisch, ne? Machen wir so? Dann gibt's jetzt einen halben, okay? Omega bis durch Catalyst. Hat sich ja fast gereimt, Junge. Ab nach Hause. Wie viele Dinger hast du hier? Wait, hast du den Kopfverzauberung schon? Wait, wo ist deine Kopfquest? Der hat die noch nicht. Ich habe nur eine 1 eingetragen, weil ich glaube 0 nicht ging, glaube ich, ne? Ach ne, da stand 0, weil von wegen eingeloggt. Achso, der hat noch nicht einmal Raid gemacht. Wir müssen unbedingt mit dem Druiden raiden, Jungs. Der hat nicht mal eine Kopfverzauberung. Das ist richtig armselig. Richtig kacke, Digga. Richtig doof. So, wo, da. Das machen wir weg. 100 hat der hier. Okay, nächster. Auf geht's. Wenn Non-Set-Katalyse-Item aber bis sind, dann zählt doch noch. Nein. Katalysierbare Item. Außer das Item selber ist drin. Dann kann ich nicht mehr dagegen argumentieren, aber man kann ja alles katalysieren, ne? So einen halben, einen ganz kleinen halben, so, das reicht jetzt. Ehrlich, bei mir ist schon oben, Junge. Wenn ihr wüsstet, was bei mir alles schon kribbelt, ne? Findest du, dass Dudu Tank Ultra boring ist? Ne, boring ist er nicht. Der ist schon, man muss schon entscheiden, viel entscheiden sogar, finde ich. Ne, aber, da musst du nie trinken bei gewissen Items. Ja, ich muss trinken, wenn das Tierset selber drin wäre, weil dann könnte ich es nicht denyen, ne? So, auf euch. Halbe Flasche auf Ex, mindestens für den Kopf von Dudu. Ja, mindestens. Bruder, ich werde so wegliegen hier. Spin the wheel!
Junge, wir haben die Hälfte noch vor uns und ich will nicht schon, ich will nicht mehr. Nee, komm, gar nichts mehr. Komm, ein Eiweißshake trinke ich wohl. DPS, okay, Jungs. Ist es der Schurke oder ist es der Hunter? Ihr dürft auch suchen. Schurke versus Hunter. Wir zeigen sie euch nochmal beide. Schurke! Ruck, ich guck nach SCH, Ruck. So, das ist der Ruck. Hat eine Maske auf. Und Hunter. Der Hunter war doch Ass. Der Hunter war doch auch mit der Maske auf. Ihr müsst einfach die Maske euch wegdenken. Und eine coole Brille oder so. Dann sieht es einigermaßen gut aus. Aber ihr seid dran. Schurke, Hunter, Rogue, Hunter. Guck mal, wenn Hunter aus Auswahl steht, dann wählt keiner Hunter, ne? Sehr, sehr merkwürdig. Das ist schon very. Hunter, Hunter? Ja, okay, machen wir Hunter. Machen wir Hunter. Der Hunter macht mittlerweile gutes Damage. Gutes Damage. Ich habe, glaube ich, mit dem Hunter gestern echt geblastet im Key. Wir haben ja gestern noch ein paar DPS-Keys gemacht. Und der hatte für sein Gear, und ihr kennt das ja, ich lade immer so 486, 3300, 500 Rio-Leute ein. Und der konnte mithalten mit dem Shit-Gear. Hier. 480, noch richtige Shit-Items, aber hier. Ich konnte mit den Jungs mithalten. 300k DPS overall. Und das bauen wir aus jetzt. Wir machen mal keinen. Außer es ist Omega, Omega, Ultra, Undeniably, Mega, Ultra, krass, bis dann, okay, aber ansonsten erfreuen wir uns einfach einem, ja, wir machen auf. Psst. Bitte sei nicht Omega, Ultra, Endspurt, bis drin, bitte. Oh fuck, ich war Raiden. Aber es ist nur Shit drin, hab ich schon. Was ist das? Hab ich auch schon, oh. Boah, bitte sei nicht Biss. Das, oh nein. Ashes of Ember Soul ist Haste drauf. Bitte sei nicht gut. Oh, zieht man Ashes? Ich könnte mir vorstellen, dass man Ashes anzieht. No. No. Ne, 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 ne. Ah, zieht man nicht an. Oh, no. Zieht man nicht an. Sehr gut. Okay, zieht man nicht an. Im Raid? Ich werde mich mit Survival raiden. Ich werde nicht als Survival raiden, wenn, dann raide ich als BM. Aber es interessiert mich trotzdem. Gucken trotzdem rein. Ne. Müll. Das ist Müll. Sockel bis. Nee. Also, das habe ich schon. Da, Pieps. Das ist Müll. Das ist Müll. Und das hat. Das ist Jungs. Das ist ein Sockel, aber Sockel ist auch gut. Habe ich denn schon ein sockelbares Item? Oh, die Mucke ballert. Jungs, irgendwas sockeln? Die Armschiene, I guess, ne? Die werde ich nie wieder ausziehen, ne? Kann man auf Kopf auch machen? Kopf, Pips aber Biss war nie die Rede, dass man es auch nehmen muss. Nein, ey, es fängt ja schon wieder an wie ich hier. Ich mach's mal auf die Armschienen. Die werde ich wieder nicht mehr aussehen. Das sind die Armschienen, die hat jeder Mailträger hat, ne? Zack, rein damit. Was verzaubern wir da? Haste, Crit oder was ist das? Ja. Crafty is Emerald. Okay. Crafty is Emerald. Zack, boom, bam, pow. Okay, nächster Char. Auf geht's. Wir haben noch 5 Stück. 5 Kisten, Jungs. Was war's? Heal. Healen kann der Schamane oder der Priester oder der Evoker. Wenn der Priester jetzt nicht gewinnt, dann denke ich, dann habt ihr mehr Schnaps getrunken als ich gerade. Und das will schon was heißen. Also, ne, also komm, Priester ab in den Chat jetzt. Okay, Reverse Psychology schreibt Schamanen in den Chat. Hunter. Okay, der Schamane hat gewonnen. Aus welchem. Ihr wisst doch nicht mal, was der Schamane überhaupt wieder aussieht. Doch, ich weiß es noch, mit den fetten Schultern, mit den Wolfschultern, ne?
Ja, oh, der sieht auch gut aus. Okay, ja gut, okay. Geschmack lässt sich nicht drüber unterhalten, streiten. Muss mal so sehen, ne? Aber der sieht auch geil aus. Die Ketten wiggeln noch. Wiggle, wiggle, wiggle. Du, 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 du. Oh Gott. Kennt ihr noch das hier? Jungs, ist das schon alt? Das ist, in meiner Zeit war das noch hip. Das haben die ganzen Jungs, Jugendlichen gemacht, während wir schon so alt waren. Wie alt ist, das ist doch nicht 10 Jahre. No way, ist das 10 Jahre her. Boah, wer fühlt sich jetzt alt? Wait, das ist bei Riot Games sogar? Das ist 10 Jahre alt, Jungs. Harlem Shake ist 10 Jahre. Ihr seid alle Boomer. Ich mach euch zum Boomer. Junge, das machst du eine Minute dann. Wer das eine Minute kann, mein Respekt. Ich würde jetzt schon mit Herzinfarkt auf dem Boden liegen. Der Schlumpf ist schon geil, ne? Okay, der tryhardet richtig hier. Jungs, da wussten sie noch nichts von Corona damals. Oh, ist das alt, ey. Fuck my life. Alles so lange her, 10 Jahre. So, Schamane, wir machen auf. Schamane ist Heiler, aber er natürlich, Moment. Wir gehen hier auf Enhance. Warum sehen die Bilder von den Dings so insane aus? Ey, die Bilder sehen krass aus. Einmal hast du hier Thrall als Enhancer. Enhancer? Thrall ist Enhancer? Ich dachte, Thrall ist Ele. Aber Zappy Boy ist Ele, klar. Wer kennt Zappy Boy? Wer ist das denn? Wer ist das hier? Ey, Restoration? Keine Ahnung, wer das ist. I don't know, man. So, Bisswaffe anziehen. Irgendeine Offen anziehen hier. So. Dann kann das Ding ja weg, ne? Okay, wir machen auf, Chat. Und zwar Krabbe haben wir und das, glaube ich. Ich weiß es. Auch da dieselbe Regelung. Ich will es mir nicht zu einfach machen. Wenn Omega Ultra Gigabiss des Todes Harlem Shake in dein Ass, dann überlegen wir uns was. Ja, auf geht's. Mastery und Haste. Der Laria, das ist... was ist das? Müll, was ist das? Crit Versa, Müll. High Mastery Crit. Das ziehe ich nicht mehr an. Das würde man eventuell anziehen für... Das hättest du anziehen können für Rack. Einfach mit der Mastery, wenn du eingeteilt wärst als Schamane für die Ads zum Heilen. Aber wärst du als Schamane eh nicht eingeteilt worden. Ne? Würd's an... Ede? Würd's anziehen? Ede? Für einen Ede? Geht ein Ede auf Full Mastery? Ist das so? What? Wegen Aftershock oder was? Man geht High Mastery Haste. Ist Mastery so important, oder was? Cheffy! Was geht? Oh, Cheffy spuckt. Oh nein. Cheffy ist der liebste Mensch, den ich kenne. Wenn der jetzt schon spuckt. Cheffy, bist du neidisch? Ist er gut, oder was? Warte, wir gucken nach, Jungs. Hals. Mac. Der ist doch gar nicht dabei. Crit Haste. Warte, bin ich noch auf M+? Ne, Raid. Da unten irgendwo, da unten ist er. Zieht keiner an. Weil den keiner hat wahrscheinlich auf Dings. Du bist auf Survival Hunter? Was? Nein, 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 ich bin auf Elemental Shaman. Das SV? Nein! Ach ne, doch bin ich. Oh, scheiße. Ich darf keinen Alkohol trinken. Das ist nur... Oh nein, jetzt habe ich aber Angst. Ja, aber auch nicht jetzt so. Crit Mastery. Und das ist High Mastery. Das ist halt von Dings, ne? Das ist jetzt hier von Tindral, ne? Dann Laria und High Versa Mastery? What? Why? Ja, ist es nicht so. Schau, Enhancer. Kann ich hier einfach Enhance angeben? Nein, kann ich Enhancement? Ja, klar. Neck.
Oh, da ist er ein bisschen höher, ja. Aber Laria immer noch drüber. Und ich habe Laria schon hergestellt, ja. Und ich lasse Laria auch an. So. Ist ein Sockel. Fertig. So machen wir das nämlich hier jetzt. Wir haben keine Zeit, Jungs. Wir haben noch. Ist schon nach 12 vor 30. So, gibt's schon einen Kopf, den ich sockeln kann? Ja, den Kopf, ne? Den gibt's schon einen Kopf, den ich sockeln kann. Haste Master mit Leech. Ich glaube nicht, dass ich den je wieder ausziehe als ein Handswar. Ja, dann rein da, bam. Yeah. Gut. Läuft. Das können wir so lassen. Trinkets muss ich nachher mal noch gucken. Ich glaube, der ist auch gut. Die sollte ich aber auch irgendwann mal upgraden. Kennt ich auch schon, ne? Ich habe 83er. Die hier könnte ich beide upgraden. Ne? Muss ich irgendwann mal machen. Oh, so. Chat, aber wir kommen nicht voran. Wir hatten doch gerade noch 5. Wir haben jetzt immer noch 4. Bin ich so langsam? Bro, what is happening? Ach, weil wir Harlem-Schläge angeguckt haben. Scheißendreck. So, was ist denn jetzt? Tank, okay. Das Rad kann nicht mehr, aber außer es kommt jetzt noch zweimal Tank, dann. Na, okay, dann geht noch. Tank ist ja nur noch die Demon. Komm, wir gehen auf den Demon Hunter. Demon Hunter ist. Ich weiß, ich wollte mit euch pushen, ne? Ist diese Woche Pushwoche? Ja, ne? Bursting und was war das andere? Das andere war unwichtig. Bursting und keine Ahnung, Giftfuß. Was war denn? Achso, hier mit dem Weglaufen. Ist scheißegal. Entanglement! Das ist eine Push-Woche. Eigentlich müssten wir diese Woche pushen, Leute. Also, gut. Chat, wenn jetzt die Waffe drin ist, dann fangen wir an, jetzt zu pushen. Ich gehe jetzt direkt einen 25er Key mit euch. Wenn die Waffe drin ist, dann wird nicht gesoffen, dann wird abgebrochen. Dann, nein, warte mal. Das zählt nicht. Nicht. Oh, das zählt, weil das dann. Nee, es zählt nicht. Es zählt nicht. So, der Hals oder die Waffe. Okay, das ist der Deal, den wir machen. Auf geht's. Wir gehen rein. Den habe ich, glaube ich, schon. Und den ziehe ich nicht an. Da. Habe ich schon. Die anderen sind besser. Weil mehr Crit. Man geht auf ganz viel Crit. Das heißt Müll. Nur Müll. Jetzt rollen wir nochmal. Es war Tank und wir rollen jetzt nochmal. Eigentlich hätte ich das nicht rollen lassen dürfen. Ne? Eigentlich hätte, aber das zählt nicht, zählt auch für mich nicht. Nicht nochmal Tank. Nicht nochmal. Zwei. Es steht jetzt zwei. Das war der erste Tank, war der hier. Okay, das ist jetzt eine spannende Frage, Leute. Wenn eine von diesen drei Klassen, die noch übrig sind, da wo das Fragezeichen steht, wenn der Tank stirbt. Und es muss einer Aggro ziehen und bis der Tank Battle Rats ist und spotten kann, muss derjenige tanken. Welche von diesen drei Klassen wäre am besten dafür geeignet? Richtig, der Hunter. Natürlich der Rogue, ne? Natürlich der Rogue, klar. Auf den Rogue! Oh, das Transmog. Das Schwert ist kaputt. Mimula Casa Boss. Ganz normaler Boss. Einfach der Durchschnitt aller Bosse. Der Durchschnitt aller Bosse. So, wie sieht's im Chipser aus? Ich glaube, also wir haben noch ein paar. Wir kriegen noch Chipset-Bewerbung rein, aber wir brauchen eigentlich keine mehr. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist. Also, Somni hat gesagt, er kann nicht. Dann kommt Somni raus. So. Das bedeutet, Crispy muss. Ich glaube, Crispy kann auch nicht. Terz, der AFK-Boy, muss mir noch Bescheid geben. Und Chaos muss mir noch Bescheid geben. Und Simi muss mir noch Bescheid geben. Und Limo muss mir noch Bescheid geben. Und Flowtrue auch noch, wenn er noch da ist. Ja, ansonsten sind wir fertig eigentlich. Wir haben von allem was vertreten, so ein bisschen. Warrior müsste noch kommen. Das konnte ich sonst machen. Wir brauchen noch einen Warby. Shami braucht man eigentlich nicht. Enhancer wäre klar. Enhancer, actually. Wenn ihr ein Enhancer seid und Bock auf einen Chipser habt, dann. Maybe kann Terz Enhancer machen. Wenn er Bock drauf hat. Oder Crispy. Mal schauen. Wir gucken einfach mal. So. Dann dieser Rogue. Dieser Rogue ist auch mit den absoluten Blastern unterwegs gewesen. In Atal. Aber da ist das hier entstanden. Das war gestern. Das war der Key, um den es geht. Und ich wollte darüber.
und bin gestorben. Ich wusste es nicht. Der Grund, warum ich darüber wollte, ist nicht, weil ich greedy bin, sondern und dann als erstes an dem Mob sein wollte, sondern ich wollte vorher kurz noch rollen und dann Blade Flurry und dann noch stealthen, bevor der Tank mich in Fight bringt. Und deswegen wollte ich schon vorher da sein. Aber das war der Grund, warum ich den ersten Pull gar nicht mitbekommen habe. Und deswegen müsste man mir mindestens 200 Millionen Damage noch draufrechnen. Und dann wäre ich mit Abstand. Aber er macht schon gut Schaden. Also ist gut. Er hält mit den ganzen 486er Monster mit. Und das Einzige, was sich noch daran hindert, richtig zu Pop offen ist, Chat, dasselbe Prinzip. Ein Beast Big Last Stand Item mit Avoidance Leech, Indestructible und Speed, Leech, Indestructible, Avoidance. Vergessen. Ja, sowas. Alles drauf. Auf geht's. Die Frage ist nur, loote ich jetzt auf Outlaw oder loote ich auf Assa für das Ding die Chance? Ja. Ja. Okay, los geht's. Wenn die Waffe drin ist, drücke ich sie 2. Das sind Schultern. Hab ich schon. Nein, nur Müll, 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 Müll. Pisse in den Chat. Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Scheiße. Die letzten beiden Spin the Wheels. Wenn jetzt zweimal hintereinander DPS kommt. Nee, was war das denn vorhin? Oh shit. Warte, was war das gerade eben, Chat? War das DPS? Nee, war Tank, ne? Oh, dann kann nicht mehr. Das Rad des Schicksals kann uns... Sehr gut. Das Rad des Schicksals kann uns nicht mehr in die Grätsche fallen. Wir machen zu. Außer jetzt kommt noch irgendein Omega-Trinket oder Item. So, ihr dürft entscheiden, Chat. Priester oder Evoker? Der Priester hat nicht geradet, der Evoker hat geradet. Ihr müsst entscheiden. Soll ja nichts verdunsten, genau. Evoker, Evoker, okay, wir machen Evoker. Der Evoker hat geradet, aber der Evoker braucht so gesehen nichts mehr, außer von den hinteren Bossen Mythic. Ansonsten ist er fertig. Das Einzige, was eventuell noch genietet werden würde, wäre das Naimu Trinket auf Mythic. Die Waffe habe ich schon. Das DHT, den DHT-Ring auf Mythic. Also hier, das Trinket auf Mythic. Oder dieser Ring auf Mythic, wobei der schon Sockel und Leech hat. Und er hat den so bekommen mit Sockel und Leech. Also es war schon ziemlich heftig. Das kann er noch nicht haben, weil wir Tindra noch nicht down haben mit der Gilde. Ja, also die beiden Sachen könnten drin sein und dann wird auch die Flasche wieder aufgemacht. Ja. Auf geht's! Ach, wir haben verlängert. Stimmt, da ist da gar kein Raid-Loot gewesen. Ah! Was ist das denn? Exert authority over the domain of the Titans. Gaining 5% movement speed, And granting your abilities a chance to deal bonus holy damage. Only activate while in Uldaman, Uldur, Uldum, Uldi, Uldorus und Uldas. Uldorus und Uldas? Das ist ja wie meine... Das ist ja wie meine Chars. Was ist denn Uldorus und Uldas? Kenn ich nicht. Uldaman kennt man, Uldua kennt man, Uldum kennt man, Uldir kennt man, Uldorus und Uldas kenn ich nicht. Oder Uldas kennt man auch, aber Uldorus? Where the fuck is Uldorus, WoW? Uldorus Antorus? Wo ist das? Gibt es nicht? Ist irgendwas, was in der Zukunft kommt, oder was? Türhold? Nennt man das hier Uldorus, dieses Geflecht? Uluda. Da kann jemand den türkischen Sprite. Okay, ja, Müll, Chat. Das ist Müll. Wir nehmen Müll raus. Socken brauchen wir auch nicht mehr. Ich glaube sogar, dass ich ein oder zwei Socken sogar noch auf Tasche noch habe mit dem. Oder? Jetzt habe ich zumindest einen mit auf Tasche. Ach, das war mit dem Priester, ne? Der Priester hat einen auf Tasche. Können wir den Sockel nutzen? Nö.
Können wir nicht nutzen. Okay, dann würde ich sagen, kommt jetzt der letzte. Wir brauchen nicht mehr rollen, wir rollen aber trotzdem. Ich roll jetzt sogar zweimal. Es war DPS, wir rollen einfach jetzt einmal. Wenn es DPS ist, roll ich nochmal. Es ist nicht DPS, hätten wir eh gewonnen. Gar kein Problem. Damit wird der Priester aufgemacht. Und der Priester, bitte, der braucht mal langsam Items. Weil der hat schon zwei fette Sockel in der Tasche. Weil er die ganze Zeit nur Sockel nimmt, weil er nur Scheiße lootet. Und der Priester, ich würde gerne mit dem Disse spielen. Im Raid auch. Und dafür bräuchte er noch ein bisschen Item-Level. Trinkets hat er schon soweit. Viererbonus hat er soweit. Waffe ist Ass, das weiß ich. Eine gute Waffe wäre schön. Irgendwas mit Pet Haste. So, was haben wir denn hier, ne? Da, genau. Also, Trinkets sind okay für den Raid. Wir haben sogar hier Tür Stone. Könnte man auch nutzen. Ringe sind... Oh, ja, der Ring ist nicht so geil. Haste, was mich denn haben? Haste Crit, ne? Haste, ja, Haste Crit nach wie vor. Hat sich wirklich seit Jahren nicht geändert bei dem... man hat mal kurz Haste Versa gespielt, weil man halt die Versa braucht, um zu surviven. Aber ansonsten geht eigentlich Disty seit jeher auf Haste und Crit, ja. Ja, wir machen auf. Auf geht's. Letzte Kiste des Abends. Dann haben wir alle 13 Kisten hinter uns. Ja. Auf geht's. Omega Biss. Dann wird die Flasche wieder aufgemacht. Also Crit, Haste, irgendwas High, was ich noch nicht habe. Das sind die Hosen. Habe ich zum Glück schon. Oh, okay, das ist so asozial, Bro. Also ich würde sogar dafür freiwillig trinken, dass er mal wirklich Gear wieder bekommt. Aber guck, da. Boom. Boom. Zwei Stück davon, die ich nicht anwenden kann auf diesen Scheiß. Obwohl, der kommt es meinen wegen. Aber, Bro, du brauchst Gear. Du brauchst Gear. Okay, kein Gear. Alles scheiße. Okay. Können wir nicht umwandeln. Okay, das war's. Das war GCO. War sehr scam, aber ich musste wieder trinken. Ihr habt mich wieder so weit gehabt. Einige gute Items dabei. Vor allem der, der es wirklich braucht. Ne? Der Paladin hat wirklich Bissschuhe bekommen. Das ist schon mal sehr erfreulich. Und damit sagen wir schon mal Tschüss auf YouTube. Sagt mal Bye-Bye. Und alle Leute, die auf YouTube dabei sind, kommt in den Channel, lasst ein Follow da. Und macht mit in der Community, wenn es heißt Saufi Saufi, Mittwochsabends. Mit ganz viel Fruchtsaft gehypt.